Herzlich willkommen zurück bei Siedler 4 in der HD-Edition. Wir haben das dunkle Volk besiegt. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen rein in das Add-on, wo wir die Missions-CD machen. Ich mache das jetzt einfach nach der Reihenfolge. Ich weiß nicht, was man als erstes machen sollte. Wir haben hier gleich auch noch, nicht gleich, irgendwann so eine Kampagne, Konflikt- und Siedekampagne. Aber wir machen jetzt erstmal Add-on, Schwierigkeit. Der Gegner auf normal und dann machen wir die Trojaner-Kampagne und fangen dann mal mit der ersten Mission an. Die Flucht. Die Statue des versteinerten Mannes, die wir vor einigen Monden fanden, ist verschwunden. Allein ihr Sockel steht noch. Verbrannte, dunkle Erde, deren Anblick uns mit Ekel erfüllt, umrahmt ihn. All unsere Wissenschaftler sind ratlos angesichts der Gefahr. Wir können dieser Seuche nichts entgegenstellen. Zudem neigen sich die Rohstoffvorkommen dem Ende zu. Unser Entschluss ist damit besiegelt. Wir ergreifen die Flucht. Packt eure Habseligkeiten zusammen. Lasst uns in See stechen. Wir blicken einer ungewissen Zukunft entgegen. Doch auf diesem Eiland werden wir untergehen. Okay, folgen Sie dem Rat der Speer. Der Osten bietet eine gute Position für weitere Werften. Verfehlen Sie auf gar keinen Fall den grünen Kreis, ich weiß nicht welchen, ist der magische Wegweiser. Nutzen Sie die ihn zur umstehenden Zeit. Hier steht nur, was Sie brauchen. Um geht das auf Zeit. Keine Ahnung. Wir brauchen aber relativ viele Ressourcen. Ich habe keine Ahnung, ob wir das verlieren können. Das Gefühl, wir brauchen relativ viele Ressourcen hier für das Volk. Mal sehen. Dialoge haben wir da noch? Ja, keine Ahnung. Hier steht so, ja, haben wir den Gegner oder irgendwas? Was das hier für ein Scheiß ist? Ob das jetzt eine Siedemission erstmal ist? Eisen auf jeden Fall. Da ist Stein. Da ist. Wir bauen einfach mal die Türme. Weil wir haben ja einfach, also laut Info jetzt erstmal, guck mal, wie viel Werkzeuge wir haben. Was ist das? Aber laut Info haben wir erstmal nichts zu befürchten, ne? Gibt ja keinen anderen Gegner. Wir brauchen 5 Kriegsschiffe auf jeden Fall. Und Fähren. Ahnung. Ein bisschen verwirrt. Was das alles soll. Nutzen Sie die Zeit, das macht mir ein bisschen Sorge. Weil ich dachte, wir hätten hier einfach endlos Zeit.
Wir können auch im Moment nicht viel machen, außer jedes Mal hier vorspulen. Wir brauchen auf jeden Fall Nahrung, ne? Ist die Getreide von groß. Oh, wir sollten gar nicht so viel bauen. Achso, das hat schon alle Ressourcen, okay. Dann ist okay. Ist die Mission, müssen wir hier überhaupt groß was machen jetzt? Da können wir nichts machen, außer Fischer höchstens hinbauen. Da können wir auch nichts machen an Werften. Haben wir ein paar Leute mehr, jetzt können wir die mal erhöhen. Das ist Gold, das ist gut, das würden wir brauchen auf jeden Fall. Weil wir die T3-Soldaten brauchen und die Hauptmänner. Ah, haben wir jetzt überhaupt hier eine Gefahr? So, das sieht doch schon mal gut aus. Kann man hier das abholzen und dann da eine Werft bauen. Beide sind irgendwie gelb, warum auch immer. Dadurch kann man die recht gut erkennen. Der Bauernhof steht noch nicht ganz, da fehlt noch Holz. Wir müssen auf jeden Fall Holz gleich irgendwie erweitern noch. Und ein zweites, wir bauen ja noch eine Holzfäller, wir können noch ein zweites Sägewerk einfach bauen. Eine Spur hier vor, weil wir alleine sind, ne? Ich im Moment einfach glaube, dass wir machen können, was wir wollen und hier nichts passiert. Oder ist Kohle gefunden worden irgendwo, das ist sehr gut. Jetzt gleich irgendwann verloren, weil wir zu lange so viel Zeit gebraucht haben. Da ist Kohle, wie kommen wir denn da hin? Mit Pionieren nur, ne? So mies. Da mal den Turm mal gucken, wie weit wir da kommen. Ein Angel fehlt. Das ist Wüste. Tja, Fisch haben wir. Können wir da gleich irgendwie eine Werft bauen? Oder da sind noch zwei, ne? Kann man keine Werft bauen? Ich habe echt keine Ahnung, was wir hier machen können und sollen, außer zu siedeln. Cool, müssen wir noch irgendwie mal rankommen. Da kommen wir noch ein bisschen ran. Das muss reichen. Erstmal Kohle. Machen wir Eisen hier auch mal fertig. Bauen wir die Eisenschmelze mal hier mit hin. Werkzeugschmiede.
Waffenschmiede, das sollte ja reichen dann. Wie gesagt, keine Ahnung, ob wir hier überhaupt verlieren können. Ich weiß nicht, ob das hier weitergeht, hier das dunkle Land. Sonst müssen wir beim nächsten Mal echt noch mal ein bisschen mehr aufpassen, aber gerade kaum vorstellen, ne? So, die können wir nochmal abreißen. Da kriegen wir wenigstens irgendwie zwei Steine zurück. Mal gut. Aber Steine haben wir genug, ne? Dann scheint ja echt nicht so ganz das Problem zu sein. Ich glaube, Holz ist viel schlimmer. Da können wir eine Werft bauen. Das ist schon mal gut. Also ich weiß jetzt echt nicht, ob wir hier verlieren können, ob das erstmal nur der Einstieg ist, dass wir überhaupt das Volk kennenlernen. Das ist natürlich irgendwie so semi-geil ist. So, zweite Sägewerk ist besetzt, das ist schon mal gut. Dann noch ein Holzfäller hin, bauen wir hier auch nochmal einen Turm, dann haben wir das ganze Holz. Werft ist gleich fertig. Schicken wir mal hier hin. Dann müssen wir auch hier Mühle, Bäckerei und so bauen. Und ein Wasserwerk. Wo man einen Jäger noch bauen. Komm, hier ist ja noch Tierzeug. Sorry, dass ich so viel vorspule, aber ich weiß gerade echt nicht. Ein bisschen schwierig. Also ich habe, wenn ich weiß, dass wir wirklich nur bauen müssen, dann ist das ja wirklich nur ein Geduldsspiel hier. So, jetzt bauen wir 5 Kriegsschiffe, ne? Und irgendwie 5 Fähren oder sowas, ne? Warenfisch geht auch noch in die Kohlemine mit rein und in die Eisenmine. Was brauchen wir auf jeden Fall? Rüstung auch, ne? Ja, keine Ahnung, ob wir das verlieren können. Wäre ein bisschen doof. Weil diese halbfertigen Gebäude, ne, waren es überall. Überall fehlt uns Holz, das ist krass. Gold hier ist.
Der findet hier keine Bäume, das ist richtig doof. Ja, Eisen. Also Eisen brauchen wir auf jeden Fall. Die Kohlemine ist noch nicht gebaut. Also wir brauchen auf jeden Fall hier relativ viele Ressourcen. Wir haben auch nicht so viel Stein mehr, ne? Wir haben fast gar keinen Stein mehr. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier die Steinminen bauen. Und zwar jetzt mal mit Prio. Weil wir hier einfach keinen Stein mehr haben und die anscheinend doch relativ viel Stein brauchen. Da ist auch noch Stein. Also wir scheinen auf jeden Fall Steinprobleme zu bekommen. So, jetzt muss die gleich mal fertig werden. Brauchen die mal Holz. Jäger braucht einen Bogen. Hier fehlen auch überall. Also sorry, wenn ich so weit vorspule, aber was soll's. Haben wir noch ein Haus? Ja, fehlt noch ein. Wir hoffen nur, dass das da überhaupt möglich ist, was ich da vorhabe. Also die Mission ist öde. Da habe ich auch ich weiß gar nicht, gibt es Leute, die auch so ganz ruhig einfach siedeln können? Durch. Ne, ist schon falsch. Das heißt, die ist scheiße. Eieiei. So, mit den Türmen weiter expandieren. Diese werden jetzt langsam besetzt. Der Jäger scheint, nee, ist noch nicht besetzt. Steinmine ist noch nicht besetzt. Gold ist da auf jeden Fall. Da ist auch so. Was brauchen wir denn? Was brauchen wir? Auf jeden Fall T3. Moment. 10 Pioniere. 10 Level 3 Soldaten. 3 Waffengattungen und 3 Hauptmänner. Achso. Dachte gerade schon. Machen wir sonst jetzt noch irgendwas eigentlich? Da oben ist Stein. Oh, da ist viel Stein. Da ist sehr viel Stein. Noch ein Gebirge und Stein, aber wir brauchen es ja eigentlich nicht, ne? Also ich frage mich gerade wirklich, was wir hier machen sollen sonst.
Außer hier die Türmchen zu bauen und gleich die Schiffe. Ich weiß nicht, was da stand. Wir nutzen die Zeit. Das macht mir so ein bisschen Sorge, aber eigentlich darf doch hier nichts sein. Da passiert nirgendwo was. Wir haben nirgendwo einen Timer stehen. So, und da kommen langsam die Leute schon an. Wir brauchen noch ein Haus auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall noch Schaufeln. Pioniere. Dann brauchen wir die Schiffe gleich noch. Dann brauchen wir eine zweite Eisenschmelze noch. Weil wir für die Schiffe auf jeden Fall Eisen brauchen. Wo ist die Insel hier ist, also hätte ich nicht gedacht. Hätte ich die Steinmine erstmal gar nicht gebraucht. Keine Ahnung. Leute. Die Steine sind hier jetzt genug. Bäume mehr. Und mir jetzt noch. Ja, brauchen wir sonst so irgendwas eigentlich nicht, ne? Ich weiß nicht, warum hier so viele Ressourcen auf einmal noch rumgammeln. Wir haben das Haus noch gebaut, wir sollten vielleicht noch ein Haus bauen einfach. Aber wenn wir noch ein paar Leute haben. Geht hier immer noch weiter, wir kommen ja gar nicht zu einer Werft ordentlich hin. Das ist die Schwierigkeit, einfach die Werft zu finden. Ich wollte ja eigentlich ausprobieren, wie man kann auch das Spiel verschnellern. Ich weiß noch nicht mal wie. Gestern gesagt, irgendwas muss man eingeben. Wie weit ist das denn hier bis
sonst wo. Oder das zweite mit dem Nonna gebaut, das war sehr schlau von mir natürlich. Also irgendwo müssen wir die Werften ja hinbauen. Ist da jetzt irgendwann langsam mal ein bisschen mehr, dass wir da Werften bauen können? Absolut mal gar nichts. Jetzt sind wir auf einmal im Rand von irgendwelchen Gegnern. Das wär's jetzt, ey. Aber wir sind ja die einzigen hier. Aber ich bin trotzdem was überrascht, dass hier so viel Land ist und dass wir hier kein Meer finden. Das sieht aber gut jetzt aus nach offenem Meer. Die Frage ist, jetzt können wir hier eine Werft bauen? Nein. Steine haben wir hier überall, ne? Und auch da in die in die Wüste bauen. Das ist auch schon mal sehr nice. Irgendwo findet keine Steine mehr. Ja. Ja, Steine haben wir jetzt erstmal genug, ne? Da ist auch der Turm fertig. Und die sind alle fertig. Das fehlt ein Rucksackträger, ein Schwertkämpfer fehlt hier. Machen wir mal vorsichtshalber. Ist egal. Die schicken wir schon mal hoch. So, das ist anscheinend der Platz hier für Werften, der gemeint war. Wunderbar. Dann bauen wir mal da die Werften. Baut der jetzt Kriegsschiffe? Wunderbar. Den Rest bauen wir jetzt nicht mehr. Und Fähren. Wollen wir auch mal fünfmal gucken, ob es das jetzt war. Brauchen wir noch Hämmer oder sowas? Dann brauchen wir noch einen Hammer. Ich weiß nicht, warum wir keine. Warum war das denn nicht? Die haben wir schon. Die brauchen wir gar nicht mehr. Was habe ich denn hier gemacht?
Wir haben noch Pioniere, warum kann ich die nicht suchen? So. Ein Kriegsschiff ist fertig. Eine Fähre. Zwei Kriegsschiffe, zwei Fähren. Drei Fähren. Vier Fähren. Fünf Fähren. So. Jetzt nur die Frage, wohin? Also, die richten ihre Flotte bestehend aus 5 Kriegsschiffen, besetzen sie ihre Fähren mit 10 Pionieren. Je 10 Level 3 Soldaten der und fahren sie eine Richtung Nordosten zwischen den Riffen hindurch zu den grün markierten Bereich. Halt. Ja, warum sind da nur so wenig? Halt, halt, halt. So. Eine Fähre nimmt jetzt die Pioniere. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ich habe keine Ahnung, wie man das besser macht. Der kommt mal ganz weg hier. Mal ganz falsch. Der hier ist auch ganz falsch. So. 3. Richtung Nordosten. So, 10. Das sind sogar 11. Das ist ganz penibel. Den lassen wir mal hier weg. Wo sind das nur 9? Das ist schon mal falsch. Den Schwertkämpfer ist schon mal richtig. Es wird irgendwo noch ein Schwertkämpfer. Bogenschütze, da haben wir es.
Die Frage ist, wo ist jetzt Nordosten? Ist das jetzt hier oder da oben? Stimmt hier, ne? Das sieht gut aus da. Durch die Riffe hindurch. Oder ist doch der... Ach, guck mal, da ist der grüne Weg sogar. Wo ist das da irgendwie? Ich hoffe, das ist der richtige Weg hier. Ruhemission. Wie lange spielen wir jetzt? Schon 36 Minuten trotzdem. Was? Hä? Ach, warte mal, hier ist der grüne Kreis, ne? Mission gewonnen. Sehr nice. Ja. Beenden. Ja, haben wir gut gemacht. War eine Siedemission, war jetzt nichts Großes. Die konnte man im Prinzip gar nicht verfehlen. Und so weiter. Und ja. War natürlich eine etwas doofe Mission. Also, ne, ist zum Einstieg ganz okay, um das Volk kennenzulernen, aber mehr war es ja nicht. Gut.